Die Frage, lohnen sich die Dörfer des Cinque Terre auch bei trübem Wetter, wird sofort mit Ja beantwortet. Aber der Reihe nach. Also wenn ihr nach Cinque Terre wollt, dann nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, denn hier stehen sie am Bahnhof ziemlich an. Wenn das Wetter so bleiben wird, wie es jetzt ist, dann wäre es ja schon mal ganz nett. Einige sind dann optimistischer als wir mit dem Wetter. Aber wir müssen zum Bahnsteig 4. Unterführung. Die Tickets müsst ihr abstempeln. Hier, ja, hier an so einem Automaten. Und das hat bei uns nicht gleich geklappt. Aber man muss ein bisschen nach links verschieben das Ganze. Und dann klappt das auch. So. Oh. Du bist, dass da drüben so viel steht. Ja, das wundert mich jetzt auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Es wäre sehr vom Vorteil, wenn man hier Italienisch verstehen würde. Ja, verstehen wir aber nicht. Wir sind jetzt vom Bahnsteig 4 auf dem Bahnsteig 7. Stimmt, wenn eine Gruppe Chinesen hier aussteigt, dann muss dieses Dorf auch was Besonderes sein. Ah, das machen wir dann rückzu. Weil von Las Bates. Wenn es regnet, machen wir es nicht. Alles klar, Jungfrau. Ja. Hier war. Wo kommen wir denn hier an nach 25 Minuten? Verrazza. Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in der Hauptsaison hier mehr Menschen als Kieselsteine sind. Gehen wir mal ein bisschen hoch, dass wir einen Überblick kriegen. Mhm. €7,50, damit man hier weiterlaufen kann. Und das nicht mal bei schönem Wetter. Ah ja, hier unten fährt der Zug weiter. Ist ganz schön wellig. Naja, Ina, wir müssen vielleicht noch einen anderen Blick haben. Wir steigen wieder ab und versuchen mal drüben auf der Burg hochzugehen, um dort einen Blick zu erhaschen. Nee, wohnen möchte ich nicht hier, aber so, um mal durchzugehen, sieht es schon ganz schick aus. Dort oben waren wir vorhin. Eintritt. Das geht ja noch. Sunset skies, painted shades of gold. As I wander these streets, stories unfold. Fishermen's tales whisper in the breeze. Cinque Terre's beauty puts my mind at ease. Oh,
jetzt geht es wieder zurück zum Bahnhof und zum nächsten Dorf. Train 22918 from La Spezia Minervina to Lesanto. Langer Gang bis zur Stadt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier Gedrängel ist, wenn hier so ein Zug ankommt. Raus aus dem Tunnel und entweder rechts oder links. Wir gehen jetzt mal links rum. Es hat jedes Dorf seinen eigenen Charakter. Aber den richtigen Blick hat man wahrscheinlich von dort oben, wo die Massen sitzen. Ja, wie haben die Häuser gebaut? Haben die übereinander gebaut? Keine Ahnung. So nach dem Motto, ich baue jetzt mal hier mein Haus. Ach ja, und ich baue mal oben drüber oder wie? Meine Gute wartet auf die Sonne, aber ich glaube, sie wartet umsonst. Kaufen wir mal unsere Tickets. Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen und Vorsicht auf Taschendiebe. Für Informationen wenden Sie sich ausschließlich an das an der Uniform erkennbare Personal zum Teilen der Bahn. Du musst Karten nehmen. Karten, ja, okay. Du musst auf die Karte drücken, oder? Ich glaube nur, das war nur eine Information. Ach so. Ankunft in. Sind zwei alle. Einfache Fahrt. Genau, hier zwei Personen. Bitte warten. So, jetzt bieten sie an. Um 1, um 2, dann machen wir 13,54. Ja, 13,54, das ja nehmen wir. Das habe ich im Punkt nicht gemacht, das ist ewig. Ach so. Eingeben. Schon erledigt. Richtung. Einsteigen. Fahrkarte entnehmen. Jetzt könnte ich eine Stunde schlafen und mich dann hinlegen. Aber erstmal such mal irgendwie einen Kaffee oder irgendwas Süßes, so ein bisschen was zum Knabbern zum Kaffee.